Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Der Höhepunkt der römischen Weltherrschaft und was von ihr blieb, beim Thema alte Kulturen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Der Höhepunkt der römischen Weltherrschaft und was von ihr blieb. Um ca. 100 nach Christus erreichte das Römische Reich seine größte Ausdehnung. Um das Römische Reich wirksam gegen äußere Feinde verteidigen zu können, wurden an der Grenze Legionslager, Städte, Grenzbefestigungen und Straßen angelegt, die diese miteinander verbanden. Die Römer waren neben ihrer Armee auch für ihren technischen Erfindungsreichtum und ihre zum Teil riesigen Bauwerke bekannt. Überreste von Bauwerken, zum Beispiel Straßen, Brücken, Thermen, Aquädukte, also Wasserleitungen, Tempel wie das Pantheon und Amphitheater wie das Kolosseum in Rom, sind noch heute Zeugnisse ihres großen Könnens. Die Sprache der Römer, Latein, wurde noch jahrhundertelang nach dem Untergang des Römischen Reiches von der katholischen Kirche und anderen gebildeten Menschen verwendet. Noch heute wird Latein an vielen Schulen unterrichtet. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema die Völkerwanderung und der Untergang des Weströmischen Reiches.